Ja, einmal anschaulich die Übersicht, dass ihr auch wieder nicht durcheinander kommt. Zum Thema Zuordnung. Wo ist der Unterschied zwischen mehrdeutig, eindeutig, eindeutig, falls das Wort gefallen ist, und wann liegt eine Funktion vor? Grundsätzlich, ihr seht jetzt hier Wertepaare 1, 1, 1, 2, 2, 2, die habe ich abgetragen. 1, 1 wäre ja 1, 1, dieses Kreuz. 1, 2, 1, 2, dieses Kreuz. 2, 2, dieses Kreuz. Und wie ihr hier seht, einem x-Wert, ich könnte hier jetzt noch hinschreiben, x, y, das sollte alles geklärt sein, einem x-Wert werden hier mehrere y-Werte zugeordnet, nämlich für den x-Wert 1 haben wir ja einmal den y-Wert 1 und einmal den y-Wert 2. Das wäre mehrdeutig, das wird niemals eine Funktion sein können. Da seid ihr direkt bei der Voraussetzung für Funktionen. Einem x-Wert darf nur ein y-Wert zugeordnet werden. Ihr werdet also niemals eine Funktion sehen, wo einem x-Wert mehrere y-Werte zugeordnet sind. Typischerweise kriegt ihr dann vielleicht mal eine Aufgabe, die sieht dann vielleicht so aus. Ist das eine Funktion? Kann das ein Funktionsgraph sein? Ja, denn bei jeder Stelle x finde ich nur einen y-Wert zu. Im Vergleich dazu, ich habe auch noch ein eigenes Video dazu gemacht, diese Geschichte hier, seht ihr direkt, ich habe bei einem x-Wert zwei y-Werte. Also, wo ist jetzt hier dann noch der Unterschied zwischen eindeutig und eindeutig? Bei den beiden Paketen seht ihr auch wieder, bei jedem x-Wert, wo ihr hingeht, werdet ihr nur einen y-Wert sehen. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Wenn ich mir 2 den x-Wert schnappe, bin ich bei 4 dem y-Wert. Bei minus 2 kommt auch 4 raus. Das heißt, ein y-Wert kommt öfters vor, auf gutem Schülerdeutsch. Ein y-Wert kommt öfters vor, wenn ihr euch diese Funktion hier anschaut. Bei jedem x-Wert, wo ihr hingeht, werdet ihr nur einen y-Wert vorfinden und ihr werdet auch jeden y-Wert nur ein einziges Mal vorfinden. Ihr werdet also, wenn ihr zum Beispiel zu 2 geht, das könnt ihr ja jetzt hier oben einsetzen, 2 mal 2 ist 4, den y-Wert 4 werdet ihr nicht noch einmal irgendwo vorfinden, auch nicht, wenn ihr eine Wertetabelle macht, das könntet ihr den ganzen Tag machen. Das wäre der Unterschied zwischen eindeutig und eindeutig. Bei eindeutig kommt jeder y-Wert auch nur einmal vor. Wie gesagt, bei einem x-Wert wird höchstens ein y-Wert zugeordnet. Sprechen wir von Funktionen. Der Unterschied zwischen eindeutig und eindeutig sollte auch geklärt sein. Damit müsstet ihr dann grundlegend eigentlich alles haben.